Ein herzliches Grüß Gott zu unserer Sondersendung Welcome to Europe aus Rust, aus dem Europapark. Und wir sind gespannt, wie die vier jungen Gruppen bzw. Einzelpersonen gegeneinander antreten. Ein ganz tolles Feld und hier im Eisstadion sind alle Plätze bis auf den letzten Platz besetzt mit ganz jungen Leuten, die selber hier mit abstimmen dürfen, wer für ihn der beste Act ist. Und ich werde diese jungen Künstler befragen, was sie von Europa erwarten, welche Werte sie mit Europa verbinden und einfach, was sie auch in ihrer Musik bewegt. Zwei Jungs aus Stuttgart haben sich heute ebenfalls aufs Eis gewagt. Erik und Micha vom Progressive Folk Orchestra, kein einfacher Name, aber der hat ja Bedeutung. Genau, also wir haben den Namen gewählt, weil wir einfach mit unserer Folkband einen großen Sound haben wollen, weil wir auch auf der CD noch Geige dabei haben und Backgroundgesang und das einfach eine große Folkband ist mit ganz vielen Instrumenten. Folkband, aber eigentlich kommt ja sogar von der Straßenmusik her, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja genau, also wir machen auch recht viel Straßenmusik eben in Stuttgart auf der Königstraße und sind auch dadurch natürlich ein bisschen bekannt in Stuttgart geworden, sage ich jetzt mal. Und ist einfach auch eine andere Art von Live-Spielen, ne? Wenn man Straßenmusik macht und jetzt zum Beispiel hier live spielt, das ist ein ganz großer Unterschied, weil auf der Straße ist es so, da gehen Leute entweder vorbei oder sie bleiben stehen. Und ist aber auch eine sehr schöne Art von Musik zu machen, weil die Leute einfach irgendwie anders sind. Aber man hat euch angemerkt, ihr wart die Einzigen eigentlich, die zunächst schon mal versucht haben, das Publikum herzuholen. Ja, also muss man vielleicht gerade einen Erik Kompliment machen, dass er das Publikum da so gut abgeholt hat. Ist halt ein guter Entertainer. Es war heute eine unheimlich starke Konkurrenz, fand ich. Ihr wart auch alle, ich konnte kaum einen Unterschied nachher in der Gesamtdarstellung festmachen. Wie geht's euch denn mit anderen Musikarten? Heute habt ihr ja auch was ganz anderes gehört, als ihr macht. Ich fand's sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also es war Pop dabei, es war Rock dabei. Und es ist einfach unglaublich schwer, da jetzt irgendwie wirklich einen Punkt zu setzen, wer da jetzt der Beste war und wer jetzt quasi den letzten Platz hat. Also das ist wirklich, keine Ahnung, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jury gewesen wäre, ja, ich würde tatsächlich alle auf ein Treppchen stellen. Ich kann dir jetzt schlecht das Mikrofon wegnehmen, weil wenn du jetzt Reklame für andere machst, keine Frage, aber alle aufs Treppchen, so hätte ich es auch gesagt. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Ihr habt ja bewusst an dem Wettbewerb mitgemacht, das heißt einen Beitrag eingereicht, der bestimmte Werte, eine bestimmte Sicht von Europa überträgt. Wie seid ihr da drauf gekommen und was hat euch bewegt beim Songschreiben? Fragst du am besten den Micha? Also der Song ist halt von mir, der Text auch. Und damals, der Song ging eigentlich darum, dass man einfach aus dem Alltag ausbricht, dass man das tut, worauf man Lust hat, dass man seinem Herzen folgt. Und das fanden wir sehr passend zu dem Europa-Thema, weil oft so viele Reglementationen sind, weil so viel passiert in der Welt, was einen von dem abhält, was man liebt. Und da haben wir den Song eingereicht, weil wir das stimmig fanden. Ne? Wenn ich euch drei Stichworte zu Europa fragen würde, was fällt euch als erstes ein? Gemeinschaft. Ich auch Zusammenhalt wäre es mein Punkt gewesen. Ja, das ist Europa, also wirklich, also für mich ist eigentlich der Punkt, was Europa ausmacht, ist tatsächlich eine Gemeinschaft, ja? Dass Europa zusammensteht und so auch stark ist. Ja. Viele definieren es ja immer über Wirtschaft, ihr erlebt es sicher nochmal ganz anders als junge Menschen. Also ich würde auch Freiheit sagen, gar nicht Wirtschaft, interessiert mich nicht. Ich bin halt sehr viel getrampt und durch ganz Europa gekommen, bis auch außerhalb von Europa und überall einfach nett aufgenommen worden, irgendwo auf der Couch gepennt oder... Leute haben mir ausgeholfen, wenn ich Hilfe gebraucht habe und das ist halt starkes Erlebnis, was ich mit Europa verbinde. Und trotzdem seid ihr wieder zurückgekommen in die Heimat, trotz Trampen oder du? Ja, also klar, ist also auch irgendwo zu der Punkt, wo sich halt auch alles abspielt, wo die Band auch ist. Band kann man ja nicht immer überall hin mitnehmen und darum ist es ja auch wichtig, immer wieder nach Stuttgart zu kommen, da Straßenmusik zu machen, da Auftritte zu spielen, da voranzukommen. Ja, da wünsche ich euch auch noch viel Erfolg. Ich danke euch für das kurze Gespräch.
got me going in the light. And I could change everything, make you play and play. It will never come. Jetzt habe ich drei junge Italiener hier. Ghost Space, eine ganz dynamische Gruppe. Und mich interessiert, I'm interested in why you're calling yourself Ghost. It's a strange answer, because we were together since the 2008. Ah, I see. And so We like this name. Ghost Space is a strange name, and so we take this name. Gianluca, Nick and Max, you're Europeans or Italians? What would you say first? I think Italian. We are first Italian, and but we are European, because it's a big country, and I don't know. Is Europe an improvement, or is it more bad for you? No, it's for the young people. Is an improvement. Yeah. Improvement, of course. And we, in our songs, talk about Europe, because we don't like what happened in these days. For example, the terrorism, the immigration, it's bad things, and we would like to have a multicultural Europe, because in these days we had to help each other. What are, in your opinion, the roots of Europe? I know it's a very difficult question, but maybe there's only one expression. Very difficult. Yeah. Then say it in Italian. Yeah. We try to translate it. Okay. Le radici dell'Europa, no? Yeah. Now we yeah. I don't know. The roots of Europe, I think it's... But I don't know. It's a strange answer. It's difficult to explain. Yeah. Also in Italian, it's difficult to explain this. Why concept. Can you feel European if you're an Italian? Because we are in Europe, and we feel also European, not only Italian. We were born in Italy, but we are in Europe, and so we are European. Yeah. Every country is linked one to each other. So Europe is all the countries together, and in our songs, we talk about multicultural people. Okay. Sie sagen, wir sind ganz eng verbunden, da kann man Europa gar nicht mehr getrennt denken. Thank you very much. And for me it's very important. God bless you. Le tue sembianze cambiano sempre. So cosa mi devo aspettare, so cosa devo temere. Voglio perdere altro tempo, getto una luce su quel corpo, abuso di ogni brivido se posso. La follia dorme
sotto la pelle ma è pronta a strisciare fuori la follia. Dorme sotto la pelle ma è pronta a strisciare fuori. Le tue sembianze cambiano sempre. So cosa mi devo aspettare. Welcome to Europe. Europäische Nachbarn rücken immer enger zusammen und ich habe wieder zwei junge Gäste hier, Kelly Decker aus Luxemburg und Yves Paquet aus Belgien. Und ich freue mich sehr über eure Songs. Kelly, was hat dich bewegt, hier mitzumachen bei diesem Wettbewerb? Also eigentlich hat mein Manager mich angemeldet und hat gesagt, ja, hättest du Lust im Europapark zu spielen? Natürlich, klar. Und ja, dann hat er mich angemeldet und dann hat er mir angerufen, ja, du bist angenommen. Und ich war so, juhu. Tja. Du bist die Jüngste im Feld gewesen, wenn man das mal hier sagen darf. Aber ich habe gemerkt, du bist mit riesiger Energie rein. Immer. Also ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, wirklich. Und dich hat auch gar nichts auseinandergebracht. Gestern habe ich gemerkt, haben sie das falsche Orchester im Hintergrund gehabt, noch mit Gesangsstimme. Heute hast du richtig performen können. Ja, heute hat es gut geklappt, gestern, aber das ist Generalprobe. Heute hat es gut geklappt, deshalb, das ist die Hauptsache. Es hat sogar sehr gut geklappt. Wir haben vorher gesagt, ihr seid alle so eng beieinander, da fällt schwer, eine Entscheidung zu treffen. Mal was ganz anderes. Europapark, das Thema Europa. Welcome to Europe, das Thema Europa. Gibt es das für euch auch, das Thema Europa, so im Alltag? Ich komme aus einer Grenzregion und ich bin Teil einer Sprachminderheit in Belgien. Also spreche Deutsch in Belgien und wohne zwischen Holland, Deutschland, Luxemburg. Und deshalb ist das Thema Europa für mich offene Grenzen, Freiheit, auf jeden Fall ein Fundament, auf dem ich mein Leben aufbaue, ganz natürlich. Ja. Meine Stadt, meine Stadt. Oh, 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 oh. Meine Stadt, meine Stadt. Oh, 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 oh. Meine Stadt, meine Stadt. Neue Stadt, alles ist mir fremd. Bin verloren, so verloren. Schau aus dem Fenster, der Himmel brennt. Lichter, Häuser, doch kein Zuhause. Ich komm schon klar, Nomaden, Niemandsland. Ziege weiter, immer weiter. Was noch kommt, aus den Augen, noch nicht aus dem Sinn. Diese Stadt, bring mich wieder ein, durch diese Nacht. Lass mich nicht alleine. Licht aus alten Straßen, Freunde aus Kindertagen. Egal was kommt, ich werde euch nicht verraten. Diese Stadt bringt mich wieder heim. Was ist für dich ein Wert, den du in Europa gerne hättest? Etwas, ein Wunsch an Europa? Du bist ja die Jüngste, du darfst noch Wünsche äußern. Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich habe keine Wünsche. Bei deinen Texten, was bewegt dich da am meisten? Also ich schreibe immer über das, was mich gerade beschäftigt, also wie die Freiheit. Es gibt ja viele Leute, die immer miteinander streiten und so. Und ich will einfach, dass es glücklicher in der Welt ist. Mir fiel auf, dass jeder von euch das Thema Freiheit irgendwo hat. Wenn ich mit älteren Menschen spreche, dann höre ich bei Europa immer Geld und Wirtschaft. Ja. Aber ihr habt wirklich alle zusammen das Thema Freiheit genannt. Ist das so wichtig, auch für junge Menschen? Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Heimat auch. Also bei mir im Song war das Thema vor allem Heimat und seine Heimat verlassen müssen und wie man damit zurechtkommt. Aber dass man immer einen Platz hat, wo man immer zurückkommen kann. Das ist für mich auch Europa. Ja. Ich danke euch für das schöne Gespräch. Heute sind wir nur ganz kurz, vielleicht ein andermal etwas länger. Und ich wünsche euch weiterhin für eure Karriere, für eure Songs natürlich, dass euch gute Einfälle kommen und Gottes Segen dazu. Be free.
und noch zwei, diesmal nicht von den Wettbewerbern, sondern von den Hauptgästen, Elias und Camilla, und die leben Europa eigentlich schon. Sie sprechen leider beide kein Deutsch, sondern eigentlich Italienisch, da bin ich sehr schwach, aber you both speak English, and I just want to ask you, what are the main values for you if you listen to the expression Europe? I don't know. I think I've traveled a lot across Europe, and I met really good people. So for me, this is the most important thing, that you can meet different cultures, different religions, and yeah, that's all. Camilla, you live in London for a long time. You study there. Yes, I really love London for the fact that it's actually a very multicultural city. So it's very interesting to see other cultures and try different foods and meet different people. So I think Europe is that. We have a very, it is kind of a very small part of the world, but so full of different. And you try to keep the Brits in the European Union? I haven't tried. No, it's a hard debate actually, but I'm just leaving them decide. Okay. Just tell me a little bit about your studies and what you're doing in London. Okay, I've studied acting in London, so I'm an actress mainly. But I started doing music as well. So I have a record label in London, and my album will be released in a couple of months, hopefully. So yes, I'm trying to be artistic, creative, and that's it, really. And you write your songs on your own? Yeah, I write my songs, and Camilla helped me a lot with lyrics, because I don't know English as she does. And yeah, but it's a long and hard work it takes for me, because I have to work. I work as a journalist, so I'm not a musician full time. Mm-hmm. And yeah, so it takes me about 2 years to compose a full album. Yeah. Mm-hmm. You've been already into a competition. What would you give to the other young people which are now competitors? I don't know. I think that in art in general, you just have to be quite stubborn, and yeah, because if you're not, then you won't succeed, because it's a very hard world. Yeah. You've been so cool on the stage, and I wish you all the best, and as I say, God bless you. Goodbye. Bring it back, it's what we're living for. What we're living for. Bring the boom and the bap. They don't wink with the track. It's what we're living for. 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 Stay up all night. What we're living for. What we're living for. Bring that boom back, you hear the rumble. You hear it. Bria Drain, nicht im Wettbewerb, aber beim Wettbewerb dabei. Du warst heute einer der Künstler, die den Wettbewerb ein- oder du hast ihn ausgeleitet mit einem fantastischen Auftritt. Die Leute haben ja wirklich fast gestanden, die Jugendlichen hier, die waren begeistert. Ja. Eine ganz andere Frage, was ist Europa für dich? For me, just a melting pot of cultures and different... I don't know, things that you can learn, people that you can meet. I don't know, I think it's like a very beautiful area, and yeah, I love being here. So. In deiner Person ist ja ohnehin schon mehr als Europa, aber du hast Europa als Heimat gewählt. Mm-hmm. Well, I've lived here nearly my whole life. I lived in Spain for 14 years, and now I'm living in Germany. So. And I've traveled a lot. I've been to Italy, gosh, I can't remember now, where else, I've been in England, just all over the place. So. Wenn du verschiedene Teile von Europa kennst, gibt es auch etwas Gemeinsames? Something in common? Between Europe? Yeah. I think the strong connection to
everyone's like culture, you know, how they're so proud of their cultures and how proud they are of, I think that's the, how Europe is connected. And they're very comfortable sharing it with other, you know, the other countries and learning about different aspects of, yeah, so that's. You're more international in your music. Oh, yeah. And on the other side, you have very differentiated cultures in Europe. Yeah, I think like because music is a universal language, mm-hmm. It doesn't matter what type of music you're singing or what language you're singing in. I think it has like the power to connect different, you know. So for me, for instance, I sing in English, mm-hmm. but I think just as much Germans as Spanish as they can connect to the music. Because music has that power. So. Gibt es für dich einen Wunsch oder eine Empfehlung, die du diesen jungen Leuten und auch Europa mit auf den Weg geben möchtest? I don't know that they just continue doing what they're doing and believing in what they do because they're all, I think they're all fantastic and they're so passionate about what they do and they're so young. It's really beautiful to see. Young artists, you know, doing what they love. So my wish is for them to just keep being themselves and working hard. That's important. And yeah, believing in what they do. Vielen Dank, Priya. Wir sehen uns sicher mal wieder. Tschüss. Jetzt sind wir schon am Ende des Wettbewerbs. Hans Derer, du hast ja alles hier organisiert. Kannst du uns schon die Sieger verraten? Jetzt kann ich sie verraten. Jetzt haben wir alles ausgezählt und es gibt also einen eindeutigen Gewinner. Und zwar ist der Yves Paquet mit Meine Stadt. Ein junger Belgier, das finde ich toll, dass wir hier wirklich einen internationalen Sieger haben. Und ich finde es auch toll, ich meine, er ist Belgier, ist in Brasilien geboren und singt ein deutsches Lied. Ja, mehr Multikulti geht nicht und das hat uns sehr gefreut. Und, aber ich muss auch sagen, die Qualität der anderen war auch wirklich klasse heute. Hat war eine sehr gute Show. Wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben bei Vollwert kreative Köpfe aus Musik und Kultur. Heute mit der Sondersendung Welcome to Europe. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder zuschalten beim nächsten Mal. Und an dieser Stelle auf Wiedersehen und dir, Hans, nochmal Gottes Segen. Wir sind immer noch da. Immer noch. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch.